Gestern habe ich die Küche aufgeräumt, als mein Kind reinkam, mich so anguckte und meinte: Mama, bist du traurig? Und ich meinte, also ich war tatsächlich nicht so gut drauf. Ich meinte, ja, ich bin gerade ein bisschen traurig oder erschöpft, weil ich gerade ganz schön viel zu tun habe und die Küche so unordentlich ist und das frustriert mich gerade. Und dann meinte mein Kind: Okay, Mama, komm, ich helfe dir, und hat mir geholfen, die Küche aufzuräumen. Nach kurzer Zeit hat mein Kind dann aber wieder aufgehört, mir zu helfen und hat stattdessen gepuzzelt. Und das ist auch super wichtig, weil Kinder dürfen sich für uns auch manchmal vielleicht stark machen oder Mitgefühl mit uns zeigen und uns auch unterstützen. Nur sie dürfen sich nicht dafür verantwortlich fühlen, wie wir uns fühlen. Das heißt, mein Kind darf sich frei dazu entscheiden, mir zu helfen, aber es darf sich nie dazu verpflichtet fühlen, weil wenn sich ein Kind für die Gefühle seiner Eltern verpflichtet fühlt, dann ist es Parentifizierung und super schlecht für die Entwicklung.